Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um die Frage Release versus Reverb. Was ist besser, was nimmt man wann? Das erkläre ich euch jetzt, aber legen wir doch einfach mal los. So, das ist gar keine so unwichtige Frage mit dem Release oder Reverb. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Synth, einen Bass-Synth, der spielt, lassen wir mal hier kurz laufen, vielleicht nicht ganz so laut. Das ist alles gar kein Thema, aber im nächsten Clip wird das dann, hört sich das dann so an. So, und im eigentlichen Track fällt das nicht so auf, aber es fällt auf, wenn man es weiß. Dann. Das wirkt doch etwas abgehackt. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, damit das so ein bisschen eine Hallfahne hat, nehme ich einen Reverb. Und dann klänge das zum Beispiel so. Ich habe jetzt, glaube ich, hier groß gar nichts eingestellt. Man kriegt jetzt den Hall da rein, aber das nächste, was bei einem Reverb passiert, das Instrument wird so ein bisschen aus der Front rausgenommen und rückt ein bisschen nach hinten. Also der Reverb, der schafft quasi eine Tiefenebene und schiebt das Instrument so von der 12 quasi hinten auf die 8 oder auf die 5 oder auf die 7 oder was auch immer. So. Aber was ich ja haben möchte, ist ja eigentlich nur einen Nachklang des Instruments, damit das nicht so super abgehackt daherkommt. Und wenn ich das Instrument trotzdem weiter vorne haben will, dann nehme ich lieber einen Reverb und drehe den, ich mache jetzt erstmal ohne Reverb nochmal. Vielleicht einzeln erstmal. Und mit einem Reverb klänge das ungefähr so. Entschuldigung, mit einem Release. Und mit dem gesamten Track. Im Gegensatz ohne. Mit Reverb. Mit Release. Nochmal mit Reverb. Und zum Schluss nochmal mit Reverb und dann ganz zum Schluss nochmal trocken. Ne, machen wir erstmal trocken nochmal. Und jetzt mit Release. Danach mit Reverb. So, also in dem Fall ist ein Release wesentlich besser für das, was ich erreichen möchte, nämlich dass das Instrument einfach vorne bleibt und nicht nach hinten rückt. Und dann nehme ich dann einfach einen Release, dann habe ich quasi eine Ausklingphase,
statt einer Hallfahne. Und das sollte man immer so ein bisschen beachten, wenn man guckt, okay, ich will jetzt das Instrument jetzt ein bisschen sanfter in das gesamte Arrangement einbetten. Was nehme ich dann da besser? Ne? Soll das Instrument vorne sein? Für ein Pad wäre vielleicht ein Reverb auch gut, aber selbst ein Pad könnte man sagen, das habe ich jetzt so eingespielt, das klingt ganz gut, nur das Ende stört mich ein bisschen, weil das jetzt doch zu sehr abgehackt ist, sind Pads eigentlich selten. Aber dann lieber erstmal mit dem Release spielen, bevor man zu einem Reverb greift. Der Reverb sollte immer nur erst die zweite Option sein, um einfach diese Tiefenstaffelung nicht anzufangen, die man unter Umständen gar nicht haben möchte. Und natürlich, wenn man ein Instrument aus der Front rausnehmen will, dann schickt man es in den Reverb oder ein bisschen mehr in die Saiten rein. Dann kriegt man diese Tiefen- oder Stereo-Staffelung einfach hin. Aber denkt immer dran, Release vor Reverb. Je nachdem, welchen Fall ihr habt, ist dann unter Umständen dann Reverb vor Release besser. Das heißt, zum Beispiel in einem Fall, wenn ich den Reverb hervorheben möchte, dass ich einen Hall produzieren möchte, dann wäre es zum Beispiel ganz gut, ich schalte den Reverb komplett aus. Das speichert immer den Hall. Bei kurzen Noten, dann höre ich den Hall auch gut. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Long Late Reverb mache, vielleicht nicht ganz so lang. Dass ich nur so einen Impuls habe, der dann in den Reverb reingeschickt wird. Aber das ist dann eher schon wieder Richtung Sounddesign für einen gewissen Sound. Und so ist es halt einfach nur der Übergang von abgehackt zu Nachklang. Und das sollte man sich vielleicht auch so ein bisschen versuchen anzugewöhnen, dass man das beschreibt, vielleicht auch mal laut vor sich hin sagen, was man eigentlich haben möchte. Möchte ich einen Nachklang haben oder möchte ich tatsächlich einen Hall haben? Das sind unter Umständen riesige Unterschiede, die sich dann auf den Gesamtmix des Tracks massiv auswirken können. So, das war's an der Stelle mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da, ein Abo, eine Glocke oder nehmt die Glocke mit oder auch das Abo nehmt mit, aber lasst den Daumen da oder nehmt den Daumen mit, die Abo, Glocke oder ihr wisst ja, wie das geht. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Gedanken zu Release, Reverb oder was ihr zum Beispiel noch macht. Delay ist zum Beispiel auch nochmal so ein ganz eigenes Thema. Würde mich freuen über Feedback und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tutorial wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.